Für mich hat Franke liegt ein kurzes Wochenende hinter mir. Die Aisch hat Rekordhochwasser geführt und wir konnten Hab und Gut sichern und die Menschen waren im letzten Wochenende voll im Einsatz. Bad Windsheim, Erlangen-Höchstadt, der Landkreis Forchheim, vor einer Woche Landshut und natürlich Mainfranken. Wir sehen, dass wieder einmal Starkregenereignisse an der Tagesordnung sind. Und deshalb nehmen wir Hochwasserschutz sehr ernst, und zwar entlang aller unserer Flüsse. Angefangen bei den kommunalen Gewässern. Und ich bin den Kommunen dankbar, dass wir gemeinsam Hochwasserschutz auch an kleinen Gewässern, an kleinen Bachläufen wirklich ernst nehmen. Und dann natürlich den Grundschutz, HQ-100-Schutz in Niederbayern, ein Milliardenbauprojekt im Donauausbau. Und da die Notwendigkeit, den jahrelang doch vernachlässigten Hochwasserschutz in Niederbayern wirklich jetzt hochzuziehen und die Notwendigkeit, den Grundschutz für die Bürger zu realisieren. Das ist keine Luxusinvestition, das ist die Investition, die wir durch die klimatische Veränderung dringend vollziehen müssen. Und für die Extremereignisse brauchen wir eine Steuerungsfunktion. Teichrückverlegungen und natürlich unsere Flutpolderkette. Mit unserem jetzigen Synthesebericht wird aufgezeigt, wie wichtig es ist, dass wir eine Steuerungsmöglichkeit haben, um letztendlich Scheitelwellen abzusenken und damit Bürger zu schützen. 120.000 entleben allein an der Donau und damit auch die Notwendigkeit, Hab und Gut in Milliardenhöhe zu schützen. Aber vor allem eins, Menschenleben zu schützen. Das ist unser Auftrag. Und natürlich diese Rückhalteräume schützen am meisten die Bürger, die direkt vor Ort leben. Und deshalb ist der höchste Schutz derer, die dort mit uns gemeinsam diesen Hochwasserschutz realisieren. Ein Oberliga schützt den Unterliga und im Solidarprinzip ist jeder einmal Unterliga. Deshalb mein Appell, gehen wir gemeinsam diese Herkulesaufgabe an. Die klimatischen Veränderungen, die werden kommen. Diese Schutzfunktion, die müssen wir realisieren. Und ich bitte um Ihr Verständnis, aber auch um Ihre zupackende Art, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Das ist die Aufgabe, die es zu lösen gilt.